Ups. Ja, blöde Lampe runtergefallen. Okay, wir haben uns ja gestern eine 70D, die EOS 70D, besorgt, so als kleine Alltagsschlampe. Einfach weil wir jetzt lauter Canon-Objektive haben. Und zu den Canon-Objektiven brauche ich natürlich auch eine Canon-Kamera. Mit der G7 kann ich nichts anfangen. Es sei denn, ich möchte mir noch einen Speedbooster dazu kaufen. Und das habe ich eigentlich nicht vor. Da war jetzt die weit günstigere Alternative eben der Buddy von Canon. An sich ist es eine recht teure Kamera. Allerdings hat die ein Verschlussproblem. Das heißt, beim Fotografieren lässt die, wenn der Verschluss zumacht, bei schnellen Verschlusszeiten immer noch so ein bisschen Licht rein. Das heißt, zum Fotografieren ist schlecht bis gar nicht mehr geeignet, aber auf das Filmen hat es überhaupt keinen Einfluss. Und die 70D hat einen saugeilen Autofokus, nämlich einen Dual-Pixel-Autofokus. Extrem schnell, extrem sauber, macht wunderbare 1080p-Filmchen und hat einen Anschluss für ein externes Mikrofon. So, folgendes Problem. Ich habe zwar noch dieses kleine iPhone-Mikrofon, das ich immer auf die Smartphones drauf tue. Das hat so einen direkten Anschluss, der direkt ins Handy reingeht und da ist das Mikrofon dann gemountet, im Gegensatz zum Video Micro, das mit einem Blitzschuhadapter kommt. Problem Nummer 1, der direkte Anschluss, der Kopfhöreranschluss, den kann ich fixen mit diesem kleinen Adapter hier. Solche Adapters gibt es bei eBay für ganze 99 Cent, da ist der Versand teurer als der Adapter selber. War wieder schwer. Und was den Blitzschuhadapter betrifft, zum Befestigen des Mikrofons, da können wir uns auch helfen. Man hört es im Hintergrund ja schon schön fleißig, der 3D-Drucker ist unterwegs. Ich mache auch gerade einen Zeitraffer dazu, deswegen versuche ich jetzt auch ans Stativ nicht unbedingt dran zu kommen. Hab gestern schon ein ganz klein bisschen gespielt mit der 70D, muss feststellen, wie gesagt, also Autofokus ist unfassbar geil. Was aber auch auffällt, ist, dass die Kamera kein In-Body Stabilization hat. Also bei Canon kommt die einzige Stabilisierung in dem Fall von einem stabilisierten Objektiv, was das 18-35er Sigma ja nicht ist. Das heißt, bei der GR5 erledigt die Kamera das Stabilisieren und kann zusätzlich noch ein stabilisiertes Objektiv dazu nehmen, um doppelt zu stabilisieren. Das Sigma ist nicht stabilisiert, wie gerade erwähnt. Und die 70D baut aber darauf, dass die Stabilisierung immer vom Objektiv kommt. Das heißt, wenn ich mit der 70D aus der Hand filme, dann entstehen immer solche ganz kleinen, feinen Wackler. Stört nicht die Welt viel, vor allem nicht, wenn man weitwinklig unterwegs ist, aber für Cinematics ist es so ein bisschen suboptimal. So, jetzt warte ich noch schnell, bis der Adapter fertig gedruckt ist. Sollte ungefähr 20 Minuten dauern und dann probieren wir den mal aus. Ups. Ja, blöde Lampe runtergefallen. Ich wollte gerade die Softbox anschalten an der Decke und dann ist die Softbox runtergeknallt und dabei ist eine von den vier Röhren kaputt. Gott sei Dank habe ich eh immer nur zwei gebraucht. Die anderen zwei sind eigentlich eh nur so halb eingeschraubt und von daher tut es mir jetzt nicht weh, ist immer noch eine in der Reserve drin, aber schade. So, Mikrofon ist montiert, so also ein ganz klein bisschen instabil, wirkt es oben an den Fangarmen, wo das Mikrofon eingeklipst ist. Vielleicht drucke ich es nochmal in einer etwas stärkeren Wandung aus. Aber prinzipiell funktioniert es, was mir schon mal gefällt. Und jetzt schmeißen wir das Sigma-Objektiv auf die 70D und dann machen wir erst eine kleine Testaufnahme. So, wir haben gewechselt. Die GH5 hat jetzt das 50 mm drauf, einfach nur damit der Sensor nicht dreckig wird. Und das wäre jetzt die erste kleine Testaufnahme, die ich in meinen Vlog einbaue von der 70D. Ton kommt vom nicht Video Micro, sondern von dem Video Mic ME, was ja diese kleine Geschwistergeschichte ist fürs Smartphone. Und
Oben drauf ist die Deadcat, haben zwar keinen Wind herin, aber wenn es schon so schön montiert ist, lasse ich es auch einfach drauf. Ich hoffe, Ton passt, Video passt. Ich selbst habe es noch nicht gesehen, ihr habt es gesehen. Ich verlinke auf jeden Fall das 3D-Modell für die Halterung, wenn ihr es selber nachdrucken wollt, wenn ihr selber einen 3D-Drucker habt oder jemanden kennt, irgendjemand hat ja im Freundeskreis normalerweise einen 3D-Drucker heutzutage, dann ist es auf jeden Fall eine Alternative. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.